Was wäre, wenn Messi und Ronaldo mal zusammen gespielt hätten? Was wäre, wenn Neymar Barca nie verlassen hätte? Oder was wäre, wenn Ballack sich nie verletzt hätte? Diese Fragen haben wir euch gestellt und heute diskutieren wir das aus. Was wäre, wenn? Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 12. Da musst du mir gleich mal erklären, weil der Mann hat alles erreicht, so, ne? Wes muss gleich und ich bin auch noch dran. Aber wir fangen in der Reihenfolge an. Messi, Adel Tarabt und Thierry Henry. Wir fangen hier an bei Messi. Genau. Also Adel Tarabt verstehe ich. Yeah. Warum hast du Messi drin? So, jetzt bleibt mal erstmal locker. Ihr wisst, meine Liste ist nicht so wer hat heftiges Talent gehabt. Szenarien und so bei dir. Yeah. Genau, genau. Aber erste Gedanke wurde den zu sehen. So ja, Messi für mich über alles. Ne? Aber die Frage geht eigentlich schon fast am meisten an Fitti. Meine Frage, was wäre, wenn Messi damals, also Real hätte ihn geholt, hätte die Wachstumshormonspritzen bezahlt etc. und sie hätten ihn geholt, ob er diese Karriere auch gemacht hätte? Ja, ich glaube schon. Also jetzt mal mein Take dazu. Und zweite Frage ist dabei, im gleichen Atemzug, Ronaldo wäre nach Barca. Fitti, an dich die Frage, meinst du, du hättest Messi genauso geliebt wie jetzt? Du würdest ihn genauso feiern wie jetzt? Wenn er bei Real gewesen wäre? Geile Frage. Ja, siehst du. Aber ich glaube nicht, dass er so geworden wäre, wenn er bei Real gewesen wäre. Das ist ja die Frage. Weil La Masia hat ihn ja. Also irgendwie. Weil er würde dann vielleicht auch, würde vielleicht der eine oder andere Barca-Fan jetzt sagen: Okay, Ronaldo ist der Heftigste. Ja, das sowieso. Das sind Fans. Wahrscheinlich, wenn er dann da spielt. Das sind Fans. Es gibt Fans da draußen, die sind der Meinung, dass ein Nacho besser ist als ein Kim Min Jae. Ich kenne hier keine Namen. Das ist diese WhatsApp-Gruppe. Es sind hier Fans da draußen in der Meinung, dass ein Kimmich schlechter ist als ein Kamavinga. Der eine spielt Stamm bei Bayern München, der andere ist Rotationsspieler. Aber warte, jetzt lass mal den Macher hier mal. Ich bin nur kurz sauer geworden. Ich denke auch, dir, Maria, ist besser als Salah. Ja, genau. Deswegen. Warte mal. Zwei Fragen waren das, ja. Genau. A, würde ich Messi genauso lieben und B, hätte er die Karriere erreicht, wenn er bei Real wäre, ne? Hätte ich Messi genauso geliebt? Ja, würde ich schon sagen, weil ich liebe Valverde zum Beispiel auch. Okay. Unnormal. Also ich liebe ihn unnormal, weil ich sehe, klar, ich bin jetzt da nicht der Supporter von dem Verein, aber wer Messi sich anguckt und das nicht einfach nur mit seinen so an den Kopf fassen kann und, wisst ihr, was ich meine? Einfach ein durchdrehen kann. Ja. So. Ja. Wer, ich hätte jetzt gerne einen hier, aber... Wer Fußball liebt, der muss das einfach unfassbar finden und einfach geistkrank finden. Dieses fünf Leute aussteigen lassen und so weiter und so fort, spielerisch, Tore, alles drum und dran. Das ist ja das Gesamtpaket, was ich so geil finde an ihm. Ronaldo macht auch die Tore, aber Messi hat dann noch so viel mehr, meiner Meinung nach. Und wenn Ronaldo bei Barca gewesen wäre, wäre dann Ronaldo der Goat für dich, meinst nein, du? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also klar. Das feiere ich, dass du so ehrlich bist. Ja, aber auf gar keinen Fall, weil Ronaldo hätte wahrscheinlich, sagen wir mal, der hat die gleichen Zahlen halt auch aufgelegt bei Barca. Ja. Aber es ist halt nicht dieses Fußballerisch, was Maradona hatte auch. Ja. Weißt du, was ich meine? Du Beispiel packst dir an den Kopf und du denkst dir, was zum Teufel macht der da? Die Tatsache auch, dass viele Mitspieler oder Gegenspieler, so wie die über Maradona damals geredet haben, so reden die auch über Messi zum Beispiel. Ja, ja, ja. Das ist halt so dieses, die sind halt einfach so krass beeindruckt. Oh, du denkst so, tschüss. Ja, krass, ne? Ja, ja. Und hätte er die gleiche Karriere bei Real Madrid erreicht? Safe. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Es ist halt einfach, alles hat halt irgendwie bei Barca zusammengestimmt. Genau. Weißt du, was ich meine? Die sie gespielt haben, die genau. Mitspieler. Ja, ja, genau. Ja. Bei Real hätten die auch alles auf ihn ausgerichtet. Ja, ja. So, am Ende du musst es, wenn du es nicht tust. Das Ding ist ja einfach, man muss ja einfach sagen, am Ende im Fußball, Qualität setzt sich einfach das durch. Ist das. Und das ist es. Und er hat halt die krasseste Qualität. Weißt du, was mich aber sauer macht? Jetzt habe ich mich gerade dran erinnert, als du es gesagt hast, wenn Leute sagen, ja, wenn der nicht mit Xavi Iniesta wäre, dann hätte der nichts gemacht. Ja, das Quatsch. Ja, das Quatsch. Oder, also, das Quatsch. Weil die sagen, dann immer Paris, ne? Guck mal, er ist bei Paris gegangen und links, aber Ronaldo bei Juve hat er gekloppt, bei Menu, bei Real. 15 Tore oder so hat er geschossen und 15 Assists? Ja, doch, erste Saison. Hey, jetzt Messi. Ja, klar. Nee, aber ich meine, klar, ist bei Paris nicht so gewesen, wie es bei Barca war. Aber er war halt auch älter und ist halt nicht ein Ronaldo, der da nur in der Box dann steht. Warte. Sind die beiden nicht auch Meister geworden? Paris und Juventus Turin. Ja, aber dann gehen die als Argument aus die Liga halt. Wollte ich gerade sagen, Paris werde ich auch noch Meister. Juventus Turin werde ich damals auch noch Meister. Die sind siebenmal hintereinander Meister geworden, egal wer da hingehen wird Meister. Tut mir leid, da gibt es keine Argumente. Die sagen dann so, guck mal, was der aber in der Champions League gegen Atletico gemacht hat. Und so eine Sache halt. Reden sich alles schön. Wir machen das jetzt nicht zu einem Messi-Thema und Ronaldo-Thema. Trotzdem, man liebt die beiden, ne, damit das ganz klar ist. Wir reden richtig viel, nur, hab ich das Gefühl. Aber ich hasse nur die Diskussion. Tarabt, ich weiß, was du meinst. Jeder fragt sich.
Adel. Tarab, Bruder, da braucht man gar nicht. Held reden. Von den Streets einfach. Digga. Ne? Er ist der Street. Ihm gehört die Street. Ihm gehört Tarab die früher, yeah. Es gab doch immer am Wochenende yeah. diese Premier League Highlights. Ja. Früher hat man nicht wirklich diese Spiele geguckt. Nein, nein, nein. Die Highlights. Du konntest mir nicht immer alle. Ja, auf Euro spielen. Tarab, yeah. Highlights, Bruder, bei QPR zum Beispiel. Immer. Bruder, immer. Du hast ihn immer gesehen? Ja. Yeah. Wie nur er hat das Spiel gemacht. Hatte ich mit Sean White Phillips auch gespielt und so. Ich sehe bis heute auf meiner TikTok For You-Page. Tarab, ne? Ja, heftig, ne? Ich frage mich echt. Das anders. Aber das ist so Mailand, bei ne? so vielen Nafris so, ne? Bruder, also auch wirklich. Jetzt so kommt er viele, wieder. Digga. Die, Bruder, wenn die was. Also, da ist halt auch so Disziplinlosigkeit dabei. Yeah, yeah. So Geld. Digga, man sieht ihn schon an. Party und so. Die Disziplinlosigkeit, halt, man sieht ihn an. Du bist. Ja, man sieht also, bitte guck das Bild an, man sieht ihn das an. Ich mach meinen eigenen Kopf so. Ja, ja. Genau. Ja. Ein bisschen stur manchmal. Ein bisschen stur. Aber das und die wissen halt, okay, ich bin halt krass. Ich mach halt wirklich alles im Verein. Aber die denken halt okay, ich bin halt zufrieden damit, aber ich bin halt wirklich der Beste und ich kann mir alles erlauben. So anstatt so ein bisschen ambitionierter zu sein und irgendwie zu sagen, ey, ich will mal zu einem größeren Verein oder so. Ja, hat dann nicht geklappt, weil du dann nicht konstant gut gespielt hast. Ja, es gibt halt diese Spiele einfach, wo du dir sagst, der warum, ist Bruder, warum hast du nicht ernst genommen? Ja, ja. Und damit meine ich nicht, er wäre einer der besten Fußballer aller Zeiten geworden. Aber er hätte mehr machen können. Bro, das ist das. Seine Ballbehandlung. Ja, das ist doch krass. Oder seine Beinies. Ja, ja. Digga. Oh mein Gott. Aber das war ein Spieler, wo ich dann selber sage, ich glaube, wenn er gespielt hat, hat er sich oftmals, er wollte gewinnen, aber er hat sich dann an einem bestimmten Punkt im Spiel gedacht, ich will lieber den Beini gerade reinhauen, als den richtigen Pass zu spielen. Weißt du das so? Aber das ist auch Show. Ne? Er hat ein bisschen so für sich gespielt. Genau, ja, ja. Ja, aber das ist ja halt, weil du bei einem kleineren Verein gespielt hast. Ja, juckt halt. Zu einem größeren Verein hätte es sich vielleicht geändert, ja. Aber ja, andere Sache. Wer hat Henri? Ich habe Henri drin. Warum? Weil ich mir eine Frage stelle. Das ist bei mir gerade so ein bisschen diese Premier League Phase, wo ich richtig reingekommen bin. Henri wechselt nach Barcelona und so, ne? Ich frage mich, was wäre, wenn er niemals gewechselt wäre? Was wäre mit Arsenal gewesen? Weil ab dann war Arsenal kein Meisterschaftskandidat mehr, wie sie es früher waren, dieses auf Top. Die hatten immer gute Mannschaften auch noch, die waren noch mal Zweiter und alles drum und dran. Aber man hat immer gesagt, United und Chelsea sind vielleicht noch ein bisschen besser. Bro, United war ganz oben. Es war halt schwer, überhaupt einmal Meister zu werden. Ja, und die hat es ja sogar geschafft. Er wusste selber, nein, das ist ja das Problem, das sage ich ja, deswegen ist er gewechselt. Ja. Er wusste selber, Bro, so viel mehr kann ich nicht erreichen. Ja. Bruder, ich bin ins Champions-League-Finale gekommen mit denen. Also mehr kann ich nicht erreichen, ich will aber Champions-League unbedingt gewinnen. Und da muss ich halt wechseln. Ich glaube auch Arsenal, wenn die nicht noch investiert hätten, wäre da auch nichts gegangen, weil Man U war in der Zeit überall. Macht die waren einfach richtig. Ich wusste, die haben waren halt richtig mehr stark auf Jugend gesetzt und Arsenal schon immer, ne? Deswegen. Meine Frage dazu ist aber, und zwar das knüpft sich so an. Ein Robin van Persie ist damals groß geworden, sehr groß geworden. Wenn die beiden zusammengespielt hätten. Hätte das nicht gereicht, weil Henri halt in seinem späteren, als er älter geworden ist, da konnte er nicht mehr außen spielen eher. Also ich weiß, bei Barca hat er das eher gespielt, weil Mitte war so, aber bei Arsenal hätte der schon eher in der Mitte gespielt. So eine Doppelspitze mit dem. Aber er ist schon geisteskrank, stimmt. Also das ist so mein Kopf. Und dann hättest du halt, und die beiden haben die Einstellung. Und das ist das, was ihr gerade meintet mit Real Madrid. Ja. In meinem Kopf wäre gewesen ein Samir Nasri. Ein, wie sie alle hießen, die hinter ihm waren. Einige hatten ja die Einstellung, aber die vielleicht nicht so krass die Einstellung kennen, hätte man die mitgezogen. Mhm. Weil Arsenals Mannschaft war ja noch auf 6. Vieira war noch da. Wenn Fabregas dann noch da wäre. Fabregas wäre er noch geblieben. Alexander Chlepp war auch da. Chlepp war auch noch da, ja, ja. Der ist noch in also Stuttgart. Die Mannschaft war nicht schlecht, um Meisterschaft zu holen. Und vielleicht war er noch so ein Typ, der hätte ihn gebraucht. Für ihn persönlich war Barcelona das Beste, was er machen konnte. Problem war immer defensiv. Fakt ist, der hätte natürlich die Mannschaft 1000 Mal besser gemacht. Ja, nicht drüber sprechen. Keine Ahnung, wie hieß der? Philipp Senderos oder wie? Oder Johann Giroud, Bruder. Johann Giroud, da war es weißt du, ich meine, da hättest du nachhelfen müssen. No disrespect, ne? Aber ist halt so, ne? Ja. Du bist nicht Van Dijk. Aber gehen wir weiter zu Platz Nummer 11. Und wir haben hier zwei Spieler. Und zwar Jack Wilshere und Alexandre Pato. Fiti und Wes auf Wilshere und Pato haben Fiti, Wes und Instagram-Community. Fiti und Wes, ihr könnt eigentlich einen Monolog halten, wir hören zu. Hast du auch Wilshere? Ja, ja. Lass mich nicht hängen, Bruder. Bruder, normal. Also erklär, fang mit Wilshere an. Wilshere, ich hab ihn geliebt. Sein Spielstil war perfekt. Das, was ich immer geliebt habe, so zwischen den
zwischen den Reihen einfach diese Bewegungen, dieses einfach das, was du jetzt bei Wirtz und Musiala krass siehst. Er war halt perfekter Zehner, so auch Achter gespielt. Einfach dieses Klein-Klein konntest du mit ihm spielen. Ich finde, der hätte auch aus La Masia kommen können. So. Weißt du, was ich meine? So, perfekt. Also ich finde generell Tore, auch... Ganz kurz, diese Kombinationstore, diese krassen... Ja, er war immer mit dabei. Er hatte immer seine Spiele. Ich finde, also Arsenals Spielart oder auch die Jugendarbeit und so weiter ähnelt, glaube ich, schon viel auch Barcelona. Ja. Ja, ja. Dieses technische Passspiel, also Riesenfokus auf das Passspiel. Auf das Passspiel. Und er war halt so Paradebeispiel, so der perfekte Passspieler. Ja. Weißt du, was ich meine? Gib ihm den Ball, er verliert keinen Ball, er bringt den Ball immer an den Mann und hatte brutales Potenzial einfach. Ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist, Alter. Ja, war es verletzt? Der wurde zweimal ausgeliehen, glaube ich, danach. Ne? Aus den Verletzungen. Wegen Verletzungen. Ja, auch. Ja, tatsächlich, ne? Er wurde zweimal ausgeliehen, glaube ich, und dann Einstellung weiß ich nicht mal so bei ihm, weil eigentlich war er immer da. Und Zigaretten würde ich jetzt auch nicht die Schuld geben, weil ich habe jetzt gelernt, dass sehr, sehr viele Leute geraucht haben, weißt du? Also auch sehr, sehr gute. Deswegen, ja, aber der Junge sieht jetzt nicht aus, als wenn er früh nach Hause geht. Nein, nein, das ist eher der Digga, ist der geht safe auf und zu. Der geht safe auf und zu mal feiern. Ja, auf jeden Fall. 6 Uhr morgens. Aber ja, Jack Wilshere auf jeden Fall, aus dem hätte noch viel mehr. Hätte zu Barca müssen. Jetzt, wo du das so sagst, hat er was von seinem Namensvetter Jack, und zwar Jack Grealish, so ein bisschen. Aussehen, ne? Bisschen, ja, so ein bisschen diese Aura. War der Vorgänger so ein bisschen. Genau, der Vorgänger. Jack Grealish ist aber noch am Zocken. Alexandre Pato, habe ich auch gedacht. Ich auch. Als ich schon abgegeben habe, habe ich gedacht, Digga, eigentlich hätte ich ihn reinhauen müssen. Habe ich sogar noch gesagt. Drin? Du hast ihn drin. Ja, das du war, und du West, mir war aber auch klar, dass er kommt. Das habe ich nicht genommen. Ja, Bruder, bei ihm war auch so, ich weiß nicht, man war noch relativ jung, ne? War ja auch so 2007, 2008 ungefähr. Er ist gekommen und er war einfach da. So. Weißt du, was ich meine? So gut. Er war einfach da, Bruder, mit Tempo, Abschluss. Ein so Tor gegen ein Tor Champions League gegen Barcelona. Der hat die komplett überrannt. Ja, ich weiß genau, ich weiß genau, was du meinst. Das war ganz, ganz am Anfang vom Spiel. Aber ich finde das so krass, so dass Spieler, und ich glaube, das ist halt auch so ein wie sagt man, also nicht gut halt für einen jungen Spieler, wenn du direkt halt so von allen Medien gepusht wirst, das ist halt oft so. Ja. Du wirst überheblich, du machst, fängst an weniger zu machen, fängst an vielleicht zu feiern oder was auch immer, und dann bist du ganz schnell wieder unten. Digga, vor allem, wie früh das bei ihm war, ne? Der ist ja dann noch nach Chelsea irgendwann, da war der, glaube ich, immer noch erst so 27, 28, meine ich. Wann hat der angefangen? Ja. Wann war der Profi? 17? Ja, 18 ist er gewechselt. Ja, also, ne? War früh. Und er ist halt in eine Mannschaft auch gekommen. Und das ist auch immer so eine Sache. Ich weiß nie, was besser ist. Guck mal, eigentlich denke ich immer, es ist besser, wenn du jung bist und du kommst in eine Mannschaft wie Real Madrid gerade. Wobei Real Madrid mit Ronaldo und sowas, wo die alle Superstars. Das waren Superstars, die waren erwachsen, die waren Männer, die wussten, was los ist. Mit 18 meinst du? Ja, wenn du 18 bist, weil die dich teachen und wenn die wissen, dass du gut bist. Ja, die weisen dich zurecht. Genau. Was wäre die Alternative? Wäre halt, und das ist da, wo er war. Er war in einer Mannschaft mit Ronaldinho, mit dem dicken Ronaldo. Also, sorry, aber der schwere Ronaldo. Also, du kriegst, was ist sorry? Du kriegst zu einem kleinen, etwas kleineren Verein. Ja, ja, aber er war halt in einer Mannschaft, wo die Jungs, wo viele der Jungs feiern, höher gesehen haben als Training. Jo. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich frage mich, kannst du da überhaupt besser werden, wenn das deine Vorbilder sind? Nein, nein, du brauchst Leute wie Ronaldo. Deswegen sage ich ja, nee, allgemein finde ich auch schwierig, so zu einem riesen Verein zu gehen, so zu Real. Yeah. So in dem Alter ist halt auch schwierig, so, ne? Ja. Egal, was für Mitspieler du da hast, ob die dich mitziehen oder nicht, geh zu einem kleineren Verein erstmal. Also ein bisschen kleiner. In der Regel, Digga, so. In der Regel ist es schon damals, so. Aber Digga, wenn damals du das Talent hast, dir sagt einer, okay, du kriegst Profivertrag bei uns und du spielst auch noch, du sagst du nicht, ey, ich gehe jetzt woanders. Ja, scheiße, so, das. Du brauchst halt, also es kommt halt drauf an, wie groß ist dein Potenzial. Du musst dich selbst einschätzen, du musst halt gute Leute um dich haben, die sagen, ey, du kannst es schaffen, wenn du halt einfach Gas gibst. Ja. Und bei Pato hätte man schon sagen können, dass der es schaffen könnte, dann auch bei Milan und so, aber wie du gesagt hast, wenn das halt super Superstars sind und die aber nur feiern, Bruder, hast du schon verloren. Da ist so, dann kannst du gar nicht, also natürlich. Aber da sind wir halt wieder bei Brasilianern. einfach, nein, aber ist ja so. Ich will die nicht aber du weißt, wie ich meine. Wie fit die auch gesagt hat, die feiern halt einfach. Außer Kakadiger. Aber dann musst du es umso mehr schätzen, dass die jetzt, so zum Beispiel jetzt, so ist ja noch krasser mit Internet und so, diese Hype, dass Spieler, wenn die jetzt es schaffen, oder damals zum Beispiel Neymar, das musst du halt noch mehr schätzen. Ja, ja. Die haben das ja. War ja top. Die haben Level Rhythmus im Blut. Aber Neymar mag auch feiern, ne? Ja, die haben Rhythmus im Blut. Aber ja, normal. Aber ich meine, bei Barca hat er gechillt, aber. Bei Barca hat der Messi so dabei. Trotzdem was geleistet, so.
Ja, der. Aber ja. Das ist das wieder. Da hat der Messi und so dabei. Ja. Ich glaube, du traust dich. Du brauchst gar nicht. Wirklich so einen. So, Vinicius traut sich auch nicht. Nee, ganz ehrlich, nicht. Ist zwar jetzt so. Ab und zu mal, aber nicht dieses. Jede ja, Woche, ey, oder wo du früher, keine Ahnung, wenn du bei Sergio Ramos warst, du bist Kabine gegangen, Sergio Ramos sitzt da. Ja, da irgendwie klatsch, Faxen ja. gemacht, ja, der klatscht dich. Ibrahimovic, der packt dich an Haaren. Das ist ehrlich, guter Punkt. Auf den, stell mal vor, du gehst jetzt in eine Kabine, da ist, das weiß ich, Oliver Kahn. Ja, da hab ich schon. Du kommst da halb besoffen an. Ja, Bastian Schweinsteiger. Bruder, ich gesagt. Schon, er bringt dich um. Schweinsteiger hat das doch auch gesagt. Ja, du kommst da rein in die Kabine, da sitzt dann Oliver Kahn oder so. Ja, da machst du nichts. Du hast Angst. Ja. Du denkst, hat man das heutzutage gar nicht? Nein, heute hast du das. Du darfst ja gar keinen mehr anklagen. Nein. Ich glaube nicht, weil auch zu viele junge Spieler den Alten dann die Plätze früher wegnehmen und so. Und dann hast du nicht mehr so. Aber gut, gehen wir zu Platz Nummer 10. Wir sind jetzt bei der Top 10 angekommen. Da haben wir drei Namen. Du musst gleich Pelé einmal erklären. Aber ich glaube, ich weiß, in welche Richtung er gehen will. Bartstuber haben ich und Nico drin und Diaby hast du da hinten drin. Ja. Wes. Ich schwöre auf alles. Pelé an. Ich kenne Abu Diaby nicht, aber okay. Boah. Ich auch nicht. Aber reden wir. Also Pelé ist. Brauchen wir nicht drüber reden, wie heftig er war. Gut, ich hab ja nie was gesehen. Ich weiß genau, was. Darf ich starten, was für eine Frage jetzt kommt? Was wäre, wenn er in dieser heutigen Zeit. Ja! Das ist die beste Frage, die ich. Genau, das war meine Frage. Der größten, was wäre, wenn es Frage. Ja, das kannst du auch bei Maradona dann. Ja, gut, aber ich wollte jetzt nicht beide nehmen. Ich habe jetzt Pelé genommen. Deshalb meine Frage: Was wäre, wenn er in der heutigen Zeit geboren wäre? Also wirklich, ne? Es gibt diese Highlight-Videos, wie man immer sagt. Das sind für mich halt nur Highlight-Videos, aber Pelé did it before. Diese ganzen Tricks, die es gab, Pelé hat die alle schon mal ausprobiert und so eine Sache. Ne? Und er war ja wirklich zu seiner Zeit der beste Fußballer. Ja. Er war es einfach. Er war den Leuten voraus. Und das ist irgendwie auch schade, weil man sich denkt, Bro, du wärst in einer Zeit, du hättest jetzt Fußball gespielt, du wärst mit den Jungs in einem Namen und so. Aber für ihn vielleicht auch cool, guck mal, in den 60ern, 70ern, und das ist sehr lange her, war er einfach der beste Fußballer der Welt. So. Ich finde das halt so schwer zu beurteilen, weil das würde ja auch bedeuten, dass er dann auch das Training hat und so. Weißt du, was ich meine? Also der wird ja dann auch trainieren. Und ja, Bruder, die Anlagen hat er halt einfach. Ja. Und wenn er dann das mit Training kombiniert so, haben halt nicht? Viele gehabt, ne? Das kommt auch noch hinzu. Der ist relativ klein, oder? Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass er... So Neymar vielleicht. Ich glaube aber nicht, dass er diese Karriere gemacht hätte dann. Das könnte Weltmeisterschaft. Die Gegner gut besser sind. Auch eben, das meine ich. Es gibt bessere Fußballer. Aber als Spieler individuell wäre er vielleicht sogar besser. Ja, okay, das kann natürlich sein, klar. Aber die Teamerfolge und sowas. Er ist Endrick. Ich sage immer, wenn ich Endrick sehe, sehe ich Pelé. Seine Bilder sehen so aus, als ob der in den 60er geboren wäre. Von Endrick. Ich habe noch nichts von Endrick gesehen. Ich bin also Bilder, wie der aussieht. Aber ich bin richtig gespannt. Alle reden ja unfassbar von ihm. Er hat einen Schuss, ne? Ehrlich? Ich meine, ich kenne keinen, der mit 18 so schießt. Also Vitor Roque, sag ich euch ganz ehrlich, halte ich nichts von. Ich wollte gerade fragen, ich schwöre. Nein, ich habe ein Problem. Ich finde Endrick auch besser. Warum, wenn Barca was kauft, kauft Real ungefähr das Gleiche. War schon Real was kauft, kauft Barca ungefähr das Gleiche. War schon immer so. Es war immer so. Aber Real hat ja... Als die einen Neymar geholt haben, die anderen Bale geholt. Ja, okay. Vitor Roque, jetzt wieder Endrick. So. Barcelona macht das, Real macht das. Aber Real holt ja schon seit längerer Zeit junge Brasilianer. Ja, Real hat öfter. Oh, was hat er denn jetzt gesagt? Das habe ich nicht gehört. Er sagt, Real holt Vinicius, Barca holt Rafinha. Was für ein Vergleich, ey, Digga. Mach zu. Hör mal auf. Sorry an alle Barca-Fans. Holger Badstuber, können wir weitermachen? Boah. Hatten wir beide, glaube ich. Ne? Ja, das ist so Bundesliga-Heyday-Phase. Also für uns, diese, wo wir so alle 18, 17, 16, 19 waren oder Pep so. Pep hat ihn geliebt. Pep hat gesagt, war der beste Verteidiger, den er je gecoacht hat. Sagt er heute noch. Ja. Deshalb ist die Frage, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Aufbauspiel war schon. Und er war wirklich oft verletzt. Das ist das Problem. Der arme Junge. Jedes Mal, immer wenn er wiedergekommen ist, direkt Kreuzbandriss gefühlt. Das tut mir so weh, ne? Diese Kombination aus Aufbauspiel, wie du gerade sagst, und halt dieser Physis, die er hat, das ist, für mich ist das halt so der perfekte Innenverteidiger. Ja. So, weißt du, was ich meine? Der erinnert mich ein bisschen an Guardiol vielleicht. Also so von der Spielweise her, oder? So diese Aufbaupässe, die hat Guardiol halt auch sehr drauf. So Hummels-mäßig auch. Also Hummels auch. Die haben schon Hummels ist nur nicht so wendig, würde ich sagen, wie ein Holger Badstuber es war. Also Holger Badstuber, wenn ich ihn ansehe, hätte ich mir auch denken können, der kann so ein bisschen linksverteidiger spielen. Also er hat auch gespielt. Also er kann da viele Positionen spielen. Ich finde es traurig. Leider, aber Verletzungen. Es gibt so viele Spieler, wo du sagst, was wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und bei ihm, er ist einer, der oben mit dabei ist. So, Abu Diaby, genau das Gleiche. Oder bin ich raus? Also wirklich genau das Gleiche. Abu Diaby, damals, zu seiner Zeit, auch genau mit diesem Trikot. damals,
Digga, er war wirklich so ein Riesentalent, ne? Also die Leute, also alle, die halt so mit Arsenal, die bei Arsenal arbeiten oder damals mit ihm gespielt haben oder Gegenspieler, die haben gesagt, der sollte der nächste Patrick Vieira werden. Kam der aus der Jugend oder was? Oder hat er gekauft? Gekauft, Bruder Wenger. Du kennst ja, also seine Transferpolitik war krank, aber er hat ihn aus dem Nichts geholt, ne? So wie, keine Ahnung, die ganzen anderen Spieler wie Fabregas und so. Aber er war so heftig. Ja. Digga, ich muss euch safe Videos zeigen. Ich kenne ihn wirklich überhaupt nicht. Er war krass. Also alleine seine Statur, weil er halt so groß war, aber der war so. Wie lange war der denn da? So oder wie lange war er präsent, sag ich mal? In der Bro, er hatte voll er oft Knieverletzungen, Digga, auch. Das ist ja das Traurige. Er war 6 Jahre bei Arsenal. Digga, kaum einer kennt ihn, weil, Bro, weil er kaum gespielt hat. Ja. Weil er immer verletzt war. Ja. Und immer, wo der ein paar, 5, 6 gute Spieler hatte, dann direkt verletzt. Ja. Wieder. Okay, mies. Ich kenne nicht alle Übersetzungen, aber Ankle Injury 2010. 17 Spiele verletzt. Dann hier Strain, wie heißt das? Hamstring. Hamstring. Ja. Ja. Auch wieder 10 Spiele. Dann 11 Spiele mit Knie hatte der aber auch, oder nicht? Dann Oberschenkel, dann eine Knieverletzung. Dann, was weiß ich, hatte immer unterschiedliche Verletzungen. Höchste, ja. Das meiste, was er verpasst hat, waren 2012, 13 bis in die Saison 2012, 14. Wie alt ist er? 13, 14. Spielt 98 Spieler hat er verpasst. Wie alt ist er? Er spielt nicht mehr. 37 Jahre. Ah, okay. Aber hat er nach Arsenal nochmal irgendwo gezockt? Ja, er ist noch zu Marseille gegangen, hat dann bei Marseille 2 Jahre gespielt, war aber 2 Jahre dort. Ohne Verletzung? Nein. Yeah. Das Traurige. Richtig. 2 Jahre hat er gespielt und über 60 Spiele verpasst. Bäh. Was machst du dann? Warte mal, 2 Jahre, 60 Spiele, wie geht das? Ja, also, du hast 38 Spiele ungefähr pro Saison ungefähr. In der Liga. Ja, das ist er hat fast jedes Spiel verpasst. 20 Spiele gespielt. Richtige. Paar Pokalspiele noch, Champions League. Ja. Richtige komplett raus. Teilzeitkraft. Das ist aber halt traurig. Unnormal traurig, weil wirklich, wenn ihr den seht, wenn ich euch die Videos zeige. Das aber, krass. Er ist einer dieser Spieler. Aber das war wirklich nicht dieses Highlight, weil du hast auch im Spiel gesehen, sein IQ einfach und wie der sich bewegt hat. Ja. Aber er ist halt einer dieser Spieler, du kennst kaum was von ihm, weil er wirklich immer verletzt war. Ja, Holger Badstuber haben wir wenigstens ab und zu mal gesehen. Das kommt auch, weil wir in Deutschland sind. Ja, aber, näher dran. Ja, aber den hast du ja wirklich nicht gesehen. Aber gut, Abu Dhabi wieder verletzt. Boah, ist ein bisschen traurig, wenn wir diese Verletzten mal herholen. Mhm. Ich brauche coole Storys. Oh, witzige Storys. Naja, gehen wir weiter. Jetzt kommt mein Platz Nummer 1 und Fitis Platz Nummer 4. Wir fangen an mit Paul Pogba und Azamorjan. Warte, welcher ist von dir? Ich habe Azamorjan, du hast Paul Pogba. Auf 1? Auf 1, ja. Azamorjan auf 1? Das ist meine größte Was-wäre-wenn-Frage. 2010, oder? Was hat er denn für ein Potenzial? Kannst du seine Station nennen? Fang du mal mit an, Bruder. Nein, mir geht's nicht darum, wie gut er war. Mir geht's nichts darum. Sondern? Ach so. Was wäre, wenn er den Elfer reinmacht? Digga, ich wusste es. Ich wollte er sagt erstmal gerade so traurige Bruder, Story und dann haut er wieder so traurige Story. Ich wollte Suarez reinmachen am Anfang und sagen, wenn er nicht dieses Handspiel gemacht hätte. Aber ich dachte, der Junge heult mir hier. Aber jetzt wird er selber so. Was Uruguay nicht gäbe, Alter. Einfach das ganze Was wäre, wenn Azamorjan den Elfmeter reingemacht hätte? Dann wird ihr danach eine Runde rausgekommen. Nein, guck mal, man muss verstehen. Das kann gut sein. Aber die Tragweite, Bruder. Kein afrikanisches Land war jemals im Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Ne? Und das mein Problem ist nicht mal dieses, wir waren im Viertelfinale und wir wurden zerstört und so rausgeflogen. Mein Problem ist dieses, wir waren da. Du musst nur den Ball reinmachen. Wenn ich jetzt bei mir zu Hause nachfrage, wird jeder sagen, boah, wenn du schon in die Mitte schießt, ne? Schieß ihn flach. Digga, aber man kann ihm keinen Vorwurf. Oder schieß ihn flach. Ich muss mich gerade erinnern, wie war das denn? Das hat doch auf der Linie mit Hand genommen, in der letzten Minute. Ja. 119 hat dann Rot oder so. Bekommen und dann gab Elfmeter. Der Ball wäre ja reingegangen. Der Elfmeter halt dann. Und wie hat er denn geschossen? Den Elfmeter hat er hoch an die Latte geklappt. An die Latte. In der Mitte. In der Mitte. Ja. An die Latte geknallt. Ja, aber waren wir gebrochen dann. Aber Leute, ganz im Ernst. Ja. Die Eier zu haben, in diesem Spiel dann diesen Elfmeter zu schießen. Ja, das ist Digga, das. Da musst du erstmal hingehen. Ja, er muss sagen, er hatte in Ghana, und das ist ja in jedem Land, dann, also wirklich jeder hat ihn gehasst, ne? Der arme Tatsache. Oder chill doch, Digga. Aber ist überall. Ja, aber kein ja ich oder weiß. Ist schon krank. Ist oder bei uns? Hä? Ja, schon. Krank. Auch in England haben wir das. Oder Südamerika oder so. Die haben ja auseinandergenommen. Weißt du, was ich meine? Der erste afrikanische Team im Halbfinale. Das wäre das erste afrikanische Team. Jetzt hat aber Dings hier geschafft.
Marokko, nee, Marokko war halt. Marokko ist doch am weitesten gekommen, ey. Mal geschafft. Ja, ja, Respekt, genau. Ey. Und sein Respekt um Marokkos Name. Oder Azerbaijan, das war auch in dem Turnier, war der auch richtig gut. Er war auch richtig gut in dem Turnier. Das war auch mit Kevin Prince Boateng. Das war ja das Interessante. Deutschland hätte ja auch gegen Ghana in der Gruppenphase gespielt. Ah, dann Ballack. Wäre ja Ballack noch da gewesen und so. War alles nicht dabei. Doch, Gruppenphase war das sogar. Und danach war eure Zeit vorbei, ne? Danach war seitdem vorbei. Seitdem auch allgemein. Ihr hattet ja eine glorreiche Zeit eigentlich so, ne? Danach ist der Fluch drauf gewesen, ne? Und ich musste mal switchen so, ich musste mal gucken und seitdem. Aber dann beantworte die Frage übrigens, aber jetzt als erstes mal selber. Ja. Was glaubst du, wo wird die Reise zu Ende gewesen sein? Die Reise wäre im Halbfinale gegen Holland zu Ende gewesen. Meinst du, der Finale hätte die nicht gepackt? Guck mal, Holland, Weltmeister ich sag mal so, Holland wäre möglicher gewesen als damals Spanien. Spanien hätte uns Spanien zerstört. War zu heftig, ja. Weißt du, ja. Holland war damals Deutschland auch, hätte Holland auch war krank. Nein, ich sag so, genommen. Holland wäre dieses Chance, dass du verlierst, gegen Spanien, Chance, dass du verlierst, wäre 90% gewesen und gegen also nicht 100? Gegen Deutschland hätte die auch. 100 gibt's nicht, aber gegen Deutschland hätte die auch, Deutschland hätte auch verloren und Holland wäre so 70, was weiß ich. Also du verlierst sowieso. Aber Bruder, aber du bist gib mir wenigstens Finale, die Hoffnung, dass ich es vielleicht habe. Tut mir leid nochmal, ne? Das war mit Abstand die beste Hoffnung, danke, Bruder. Danke, also, ja. Aber bist du auf Suarez noch sauer? Nein, Suarez bin ich so viel. Oder Suarez clever. Digga, auch nochmal. Ey, also, es war clever. Jeder hätte es gemacht, wenn man darauf gekommen wäre. Darauf musst du erstmal kommen. Ja, war das noch, und dann war das noch ein Liverpool-Spiel, ja. Und jetzt kommt einer der größten, was wäre wenn's, weil jeder kennt sein Talent. Jeder weiß, wie gut er ist. Aber jeder weiß auch, dass er nicht der einfachste Mensch ist, glaube ich, um mit ihm zu spielen. Pass auf. Paul Pogba. Paul Pogba, Juventus. Ja. Ich weiß nicht, wie alt er war, als er so 22, auf die Bühne 23, gekommen ist. Ja. Digga, die Tore, die Physis, das Dribbling und so weiter und so fort. Next Step. Hey, ich frag nur, aber also gemeinsame Nenner, eine Frage. Ja, genau. Oh, das ist mein Satz immer. So, da gibt's halt eine Gemeinsamkeit in den hier. Weißt du, was ich meine? In den rote Trikotfarbe. Ja, rote Trikotfarbe. Ja. Also irgendwas. Old Trafford. Red Devils. Mit den Leuten. Egal, wer kommt. Da gibt es noch ganz viele Listen, die jetzt auch nicht in meiner Liste. Ganz nicht, viele Spieler, die nicht. Theater of Dreams, sondern auch Nightmares. Oder Nightmares. Verstehst du eigentlich? Guck mal hier, so, eigene Nase und sagen vielleicht auch mal die Schuld bei uns zu. Ja. Weißt du, was ich meine? Guck mal, oder sagst du, nein, ich spiele das. Nein. Die Schuld ist auch bei uns. Das will ich gar nicht behaupten. Paul Pogba hatte für mich in den 5 Jahren, in denen er bei Manchester war, 2 sehr gute Saisons. Einmal da, wo wir Zweiter geworden sind. City war aber einfach besser als alle anderen auf diesem Planeten. Und wo wir, ich glaube, das war einmal die gleiche Saison mit Europa League etc. Und die Saison danach war auch noch sehr, sehr gut. Er hatte ja gute Zahlen in dieser Zeit. Mein Problem bei Paul Pogba ist die letzten 2 Jahre das Ende. Das war ja Müll. Und da gebe ich Manchester United die Schuld. Und da gebe ich dir zu 100% recht. Weil das ist dieses, wenn du gewisse Spielertypen in deinem Team hast, und Paul Pogba ist klar der beste Spieler in dieser Mannschaft gewesen, vom Talent her, dann baust du das Team so um, dass du ihm hilfst. Wenn du dann Frankreich siehst und siehst, dass sie 2018 Weltmeister werden mit einem besten Paul Pogba, den es jemals gab von Paul Pogbas Karriere her. Und siehst, da ist ein Kanté, der hinter ihm rumrennt und arbeitet. Ja, da ist ein Matuidi, der für ihn auch mitarbeitet. Dann ist Pogba der beste Mann. Dann packst du doch nicht Schneiderlein an seine Seite. ja. Oder das war schlimm. Dann packst aber du allgemein, nicht Marouane Fellaini aber dann würde ich, ihn gar nicht auf die 6 packen. Ich habe damals auch immer gesagt, pack ihn auf die 10. Ja, aber das pack bringt, ihn auf aber die 10. Das bringt ihm oder, ja nichts, aber wenn er sind immer noch hinter so nur Müll ist. Das ist mein Problem. Ja, ich weiß, aber allgemein. Bei Frankreich ja, ich weiß, hat er ja auch 8 R gespielt. Mein Problem ist immer bei Manchester United gewesen, nicht mal dieses, die holen dumme Spieler und die machen sie schlechter, sondern ihr macht die schlechter, weil ihr denen keine Leute zur Seite tut. Also wirklich, ihr packt den Leute zur Seite, das macht gar keinen Sinn. Von dem Blickwinkel habe ich das nie betrachtet, aber du bist da mehr drin. So, also ich glaube, dir auch 100%. Also das ist eher mein Problem immer gewesen. Aber es kann nicht sein, dass du als Superstar zu Manchester United kommst und auch die ersten 2 Jahre, also keine Ahnung, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, es war nicht konstant, oder? Nee, oder ersten, schon? Ich glaube, erstes Jahr war nicht so konstant, aber danach fand ich sehr gut. Dieses Europa-Liga war der genau, richtig gut. Genau, weil du, aber was war da die Sache? Du hast ihm Leute an seine Seite hinter ihn getan, wie einen Schweinsteiger war sogar da. Wer ist der? Ja, genau, der und der, der Serbe. Matic. Du hast ihm ein Matic hinter ihm getan, mit dem er am liebsten spielen wollte, weil Matic hinter ihm arbeitet, die ganze bisschen Drecksarbeit. Da war doch erst Van Gaal und dann Mourinho. Genau. Und das hat ihm am meisten gefallen, so, weißt du? Und dann machst du alles kaputt.
und holst ihm Leute wieder an die Seite, wo du sagst, Bruder, der hat mit Fred und McTominay jahrelang gespielt. Ibra hat auch gespielt. Fred. Ibra hat auch jahrelang gespielt. Und das ist halt irgendwie komisch, das ist halt bei Frankreich 2016, 2018, der sieht so gut aus. Das Junge, der war krank. Krass, so, ne? Krass. Mit Griezmann, mit Mbappé und so weiter und so fort. Und immer wenn er dann zum Verein kommt, er geht so mit Kopf runter zum Training. Und das ist halt, und da gebe ich euch recht, das ist Manchester United, 100%. Mhm. Weil das ist ja eure, du bist Verein, das ist deine Aufgabe. So. Wenn du nicht gewinnen willst, dann sag. Aber dann sag mir vorher. Da also, muss ich keine Hoffnung machen. Meinst du, mit besseren Sechsern hätte er besser funktioniert? Glaube ich auch, ja. 100%. Ich auch sagen. Glaube ich auch. Weil er hat das Talent, ne? Man kann von ihm halten, was man also will. Also wenn man das, wie gesagt, diese WM sieht, der war geistig, was er für Diagonalbälle gespielt hat. Ich glaube, pack ihm bessere Sechser, nicht mal bessere Offensivspieler. Die waren okay, weißt du? Aber das Gleiche kann man auch bei Lukaku sagen. Du holst einen Lukaku, weißt aber gar nicht, wie du ihn füttern willst. Und dann packst du ihn auf links aus. Bruder, weißt du aber, was ich auch irgendwie manchmal glaube, auch, bei Manchester United ist das so, bei Barca ist das so, Bruder, da ist irgendwie ein Fluch einfach auf dem Verein. Kann sein. Weißt du, was ich damit sagen will? Das ist so, wir reden jetzt immer die Spieler, guck mal, wen die holen. Ich reg mich auch über Rafinha auf und Ferran Torres. Ja. Aber Bruder, pack die nach Real Madrid, die spielen anders. Ja, das stimmt. Verstehst du, die sind nicht schlecht. Da bin ich bei dir. So, das, und es ist halt einfach so diese Atmosphäre, die von ganz oben bis ganz unten geschaffen wird. Pogba bei City? Ja, Bruder. Digga, wenn der ein Rotri hinter sich hat. Genau. Nein, aber es geht ja grundsätzlich darum, einfach, welchen Step machst du? Genau. In was für eine, Stimmung, Atmosphäre kommst du rein beim Verein? Der Junge. Und dann sieht das wieder anders aus. Und das ist das Traurige wieder. Finanziell hat es sich für alle gelohnt, für die meisten, die man dann hier aufzählt. Aber spielerisch, wenn du wirklich über den Fußball sprichst, fragst du dich dann bei einem Spieler wie Paul Pogba, das ist vergeudetes Talent. Komplett vergeudetes Talent. Das also er hätte auf jeden Fall viel mehr gemacht. Ja, genau, hätte viel mehr machen können. Das hat niemandem was gebracht, leider. Und ja, aber traurig, was willst du machen? Ja. Jetzt eigentlich 10 United-Spieler. Also 10 auf. Oder sollen wir? Ich meine, ernst, ich Alexis Sanchez, Di Maria. Cavani. Sancho. Nein, Cavani war okay, der kann mit. Oder was für Sancho, Sancho, Kagawa, Bruder, kannst du auch mit reinpacken. Macheda. Nein. Safe. Riesentalent. Lukaku. 100%. Oh, Martial. Alexis Sanchez haben wir schon, ne? Ja. Ja, Bruder, merkst du das? Ihr seid einfach Hater. Guck mal, ich gebe euch ja recht, aber ihr seid noch extra Hater. Wir helfen dir, Bruder. Wir helfen dir zu realisieren. Gehen wir auf Platz Nummer 8. Und da ist ein Name, den finde ich amüsant. Den hast du auf 1. Ousmane Dembélé. Auf 1. Dembus. Jetzt kommt's. Sieht man mich? Ja, man sieht dich. Man hört dich bestimmt auch. Ja. Kannst auch. Bruder. Ousmane, mein Bruder. Ousmane Dembélé. Der beste Spieler vom Potenzial her. Guck mal, ich mag so in Superlativen zu reden und so weiter. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Besseres Talent als Mbappé was? Yeah. Oder nicht? Ja, yeah, ja. Yeah. Ich sag auch. Oder will einer gegen sprechen? Ja, ja. Eine Meinung? Ich sag extra früher. Früher hab ich auch gesagt. Boah. Nein, Talent. Talent, ja, von Talent, ja. Rechts, links, der weiß nicht mal. Der weiß nicht, was für ein Fuß der ist. Ja. Der ist der Beste. Also bei Dortmund, Bruder, lass mich nicht weinen jetzt. Was der bei Dortmund gemacht hat, geisteskrank. Am Ende des Tages, er kommt zu Barcelona. Nochmal, ich weiß nicht, ob es ein Fluch ist, der auf dem Verein liegt. Verletzung. Aber, Bruder, was man auch sagen muss, Bruder, diese bis 4 Uhr Playstation spielen und Chips essen, bringt normal, dein Körper geht kaputt. Ja. Weißt du, was ich meine? So bei Verletzungen, guck mal, wir reden ja oft so, ja, traurig, ey, hör mal zu. Ah, ja, genau, aber auch da, Bruder, aber auch da, als er verheiratet war, war der besser, letzte Saison? Er hatte wirklich nur eine Hinrunde oder Rückrunde, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo der richtig krass war. Und wir reden ja auch immer so, bei ihm waren es ja auch Verletzungen viel. Wir reden ja oft so, ja, schade, Verletzung. Bruder, Verletzung, sehr viel Verantwortung auf dem Spieler. Ja, ja. Sehr viel Eigenverantwortung. Ja, ja. Ernährung, Blackroll, Dehnen, Sauna. Vor allem Profi-Bereich. Und so weiter und so fort. Ja, du kannst so viel mit deinem Körper machen. Vor allem muskuläre Verletzungen. Ja. Aber auch so Dings, deswegen, Dembélé, Digga, richtiger Dummbatz, Digga. Ist auch. Weißt du, was ich meine? Weil Talent reicht halt nicht immer. So. Boah, und er ist so gut, das, Digga. Das Krasse ist halt, das hat halt Ähnlichkeit mit jemandem wie Sancho. Nur bei Sancho sind es nicht Verletzungen, sondern Manchester United. Dass du sagst, bei Dembélé, wir haben ihn ja gesehen. Wir haben gesehen, wie gut er bei Dortmund war. Ja. Jeder hat das gesehen. Ne? Sogar der
krasseste Bayern-Fan, der Dortmund auf den Tod hatet, hat sich das anguckt und dachte, boah, was passiert hier? Gut. Ja, was passiert hier? Der ist richtig gut. Ja. Weißt du, was ich meine? Du konntest ihn nicht stoppen. Du konntest ihn nicht stoppen. Du musst überlegen, wie du ihn stoppst. So. Und dann ist halt jetzt noch, ne, damit hat er mir endgültig so das Herz gebrochen, dass er jetzt dann zu Paris gegangen ist. Der Weggang war schon hart, wie er das gemacht hat. Er war der Spieler über außen. Guck mal, jetzt muss ich mir. Er ist Franzose, ne? Also, Heimat und so, die ist das. Guck mal, ich verstehe ein bisschen, aber. Bruder, bau dir doch einfach bei Barca auch was auf. Aber hat er auch bei Dortmund damals so abgezogen. Ja, stimmt. Also wieder von Dortmund gegangen ist, war also auch scheiße. Das Ding ist halt einfach, mit Talent kommst du nach oben, aber oben zu bleiben, das ist dieses, wo du musst arbeiten. Und deshalb sagt man auch bei Ronaldo zum Beispiel, ich glaube nicht, dass er unbedingt immer oben geblieben wäre, wenn er nicht so hart gearbeitet hätte, wie er es gemacht hat. Und er arbeitet ja geistkrank. Auch Haaland, wie viel er macht. Bei Messi. Ja, du kannst so viel Talent haben oder wie Messi. Ist noch mal ganz anders, Bruder. Nein, weißt du warum? Weil ich mag das nicht, wenn gesagt wird, er hat nur Talent. Nein, er arbeitet. Natürlich arbeitet er. Oder da widerspreche ich dir, sag ich dir ehrlich. Krass, okay. Für mich ist Messi pur Talent. Ja. Kennst du nicht die Videos von Boateng? Diese, wo der bei mir Ferdinand im Ding war? Ja, hat er gesagt, ne? Ich kann es mir unnormal gut vorstellen bei ihm. Aber egal, ey, machen wir weiter. Nicht, dass du wieder bei Messi hängst. Aber ja, Dembélé gebe ich dir recht. Ja, was ich halt bei Dembélé, die eine krasse Sache mich ist, wundert das voll, dass er so weit unten ist, ne? Unnormal sogar. Ich hab den noch auf 10. Insta Community hat ihn auf 10. So, dass er eigentlich ich hab den verdrängt. So. Nach der Karriere. Der nervt mich einfach, weil er so krasses Talent hat. Digga, der geht rechts vorbei. Batsch, links, rechts, links, rechts. Ecke, links, rechter Fuß. Scheiß drauf, ich spiele mit allen Füßen. Wie sagt man denn immer, wenn Spieler frontal auf dich zurennt? 1 gegen 1. Du stell dich so, dass du ihn auf seinen schwachen zu. Ja, welchen? Wie willst du es bei ihm machen? Geht nicht. Er guckt dich schief an. Ich sag immer wieder die gleiche Story. Tuchel schreit von der Seitenlinie. Du siehst nur irgendeine Handbewegung, die er macht. Und ich weiß nicht, ob es an Dembélé ging. Aber du siehst nur, wie Dembélé vom rechten Fuß an der Ecke rüber zum linken geht. Und die Ecke sitzt. Das war bestimmt so. Normalerweise beschickst du einen anderen Spieler. Genau. Du bist froh, wenn du überhaupt mit rechts sie gut reinbringst. Und der sagt, mir egal, ich nehme egal welchen Fuß. Und das ist krass. Also das wirklich sehr, sehr selten. Der, also deshalb denn, das nervt mich halt so. Ja, mich stört das auch. So. Jetzt bei Paris siehst du auch, Digga. Der Spieltag kommt. Nummer 7 ist ein sehr, sehr interessanter Fall. Den haben wir beide drin und die Insta-Community auch. Und zwar Marco Reus. Mhm. Marco Reus, ich habe eine riesige Frage natürlich. Was wäre, wenn die Verletzung nicht immer so oft da gewesen wäre? Und wäre er zu Bayern München gegangen dann? Oder auch woanders, Ausland oder so. Groß gewesen. Ich sag ja. Ich auch. Bei Bayern oder allgemein? Nein, weil viele Dortmunder sagen ja immer so, ja, Reus, der vereinstreu und so dies, das. Niemals. Ich frage mich halt, wäre er vereinstreu geblieben, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte zu wechseln, weil er fit gewesen wäre. Weil viele haben ja gesagt, ja, wir wollen ihn vielleicht, aber dann war er wieder verletzt, dann wieder das. Stimmt. Damit alle Leute da draußen das mal lernen. Vereinstreuer hat nichts damit zu tun, dass ich für immer und ewig bei eurem Kackverein Fußball spiele. Es tut mir leid. Manche Vereine da draußen, die gehen davon aus, dass ich für immer da Fußball spiele. Das ist der größte Quatsch. Çalhanoğlu als Beispiel, der zum HSV gegangen ist, ne? Es war klar, dass er geht. Es gibt bei Spielern, es ist klar, dass er geht. Ich kann nichts dafür, dass euer Verein nicht gut genug ist, um auf Bayern, Barcas oder Real Madrid's Level Florian zu sein. Wirtz, was soll ich machen? Florian Wirtz wird irgendwann weg von Leverkusen gehen. Wenn ich irgendein Leverkusen-Fan da draußen höre, der sagt, boah, der Mann hat keine Vereinstreue, ne? Ja, als ob du bleiben würdest. Sag, nenn mir einen Spieler. Also nicht mal Messi ist sein ganzes Leben bei Barca. Weißt du mal nicht? Totti. Was ist das? Der ist immer bei Barca. Aber sonst kenne ich auch keinen. Aber ihr müsst euch eine Sache klären, das sind Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ihr müsst euch eine Sache sagen. Eine Sache musst du dir immer im Kopf halten. Wenn der Verein dich nicht mehr für gut genug hält, was macht der mit dir? Ja, der schickt dich nach Hause. So, was macht der mit dir? Warum sollte ich dann dem Verein jedes Mal die Vereinstreue halten? Ich bin vereinstreu. Bruder, Marco Reus liebt Dortmund. Aber wenn er die Chance hat, zu Real Madrid oder sowas zu gehen, dann soll er gehen. Ich glaube, er wäre gegangen. Hätte jeder gemacht. So. Was ist das denn? Aber Fakt ist, ich glaube auch, dass er einer der besten deutschen Fußballer mit geworden wäre. Also so mit unter den Top 10. Halt so von weil sein das Krasse bei ihm, und ihr kennt mich, ich bin nicht der größte Fan immer von ihm gewesen. Nein, bist du nicht. Das so, weil ich mal so, da war so ein Interview, dies, das, da fand ich ihn richtig abgehoben. Aber Fakt ist, der Typ kommt nach einer Verletzung wieder. Kommt wieder, macht Tor. Ja. Torvorlage, direkt. Ja. Erstes Spiel. Er hat was von Robin in dieser Art. Dass er immer liefern kann, trotzdem. Der war schon krank. Wow. Ja, Reus halt, ne? Also brutales Potenzial. Das mit Vereinstreue, guck mal, ich verstehe das halt, wenn die Vereine so mäßig auf einer Ebene sind, beziehungsweise wenn man sagt, ey, du könntest doch mit deinem Verein auch Meisterschaften. Das ist was anderes, Bro. Das ist was ganz anderes. Ja. Du wechselst nicht von Barca zu Real oder sowas. Ja, macht der ein oder andere auch. Macht der ein oder andere Quatsch. Ja.
Du riechst nicht von. Du bleibst bei dem Verein. Ich wollte gerade sagen, Arsenal zu United, aber waren wir auch von wer sie hat's gemacht. Nein, aber da ist ja meistens dann auch ein bisschen Geld noch genau. So mit dem Spiel. Aber ich meine, wenn du, ja, wie du sagst, wenn du bei Dortmund spielst und dann Real anklopft, wenn du bei HSV spielst. Du willst und Titel gewinnen, dann gehst du. Den nächsten Step machen, ja, ganz klar. So. Also, sorry, wer es nicht macht, tut mir leid. Respekt, aber. Damn. Ja. Sind wir fertig? Ja. Das sind die bisherigen What-If-Fußballer. Nächste kein, Woche. Kein mit Messi. Ja. Er hat alles kaputt gemacht mit dem Move zu Paris. Das ist ja so. Brüder eigene Arbeitsstellen ein. Und die nehmen halt jedes Mal auseinander, weißt du? Also, verstehe ich nicht. Ja, Digga, du, Bruder, das ist deine Entscheidung. Du Idiot. Digga. Ich sage, fußballerisch, und wenn das halt mit seinen Verletzungen gestimmt hätte, eins Messi, zwei, ein.